Heute ist Mittwoch und wir verlassen jetzt Vlieland. War sehr schön hier, hat uns gut gefallen. Ein kleines idyllisches Örtchen mit schönen Lokalen und einem ruhigen Hafen. Claudia und Frank sind auch dabei. Die Ausfahrt ist ziemlich eng und danach ist direkt auch gleich Strömung. Wir hoffen jetzt, dass uns kein Berufsschiff entgegenkommt. Es ist gleich wieder Ebbe und die Möwen sind fleißig die Krebse am rausholen. Hier ist Strömung, hier muss man aufpassen. Auf geht's nach Hindelopen. Wir sind auf dem Weg nach Malingen und dann weiter Kornwälder Sand. Wir wollen dort in die Schleuse und dann geht's weiter nach Hindelopen. Wir laufen im Moment mit 32 km/h und hoffen, dass der Turbo hält und wir durchlaufen können. Ansonsten dauert das etwas länger heute, die Fahrt. Denn insgesamt sind 60 Kilometer, die wir zurücklegen müssen. Heute können wir wieder schnell fahren über das Watt. Leider ist das Wetter nicht so schön, wie wir gedacht haben. Wir fahren ca. 38 km/h gegen die Strömung. Auf unserem Weg begegnet uns wieder eine Fähre. Leider ist es aber kein Katamaran, sondern eine ganz normale Fähre, wo auch Autos drauf sein können. Die Fähre fährt nach Terschelling. Jetzt kommen wir wieder an der Fähre vorbei. Diesmal ist es der Katamaran, der uns passiert. Muss ich mich natürlich gut festhalten, weil wir voll die Welle abkriegen. Ich fahre in einem Affenzahn hier vorbei. Die fahren im Schnitt so 56 km/h. Harlingen haben wir passiert und fahren jetzt Richtung Kornwerdersbrand. Jetzt fahren wir natürlich 45,5 ungefähr km/h. So, den Weg über die Nordsee. Über das Watt haben wir geschafft. Jetzt fahren wir in die Schleuseneinfahrt rein. Kornwerder Strand. Und hoffen, dass nicht ganz so viele warten, um geschleust zu werden. Damit wir auch rasch weiterfahren können. Jeden Moment geht die Brücke auf. Na, Herr Segler, ihr dürft los. Jetzt gibt Frank Gas. Auf einer anderen Seite kommen sie raus. Die Schleuse zeigt auch schon grün, sodass wir direkt reinfahren können. Mal gucken, ob wir überhaupt alle reinpassen. Und jetzt muss ich mich natürlich auch darum kümmern, damit wir gut anlegen in der Schleuse. Das Tor geht zu. Und wir stehen glücklich alle in der Schleuse. So, jetzt geht da vorne das Tor schon wieder auf. Ich hoffe, dass alle Segler schön rauskommen. Wo wir das letzte Mal hier in der Schleuse gewesen sind, hatten wir einen Segler gehabt. Der stand dann quer in der Schleuse. Aber der war auch alleine an Bord. Merleon hat die Leinen auch schon ab.
In 0, nichts sind wir durchgekommen. Ja, im Sommer ist das hier immer sehr, sehr voll, dann wartest du ewig, bis du durchkommst. Weiter geht's mit unserer Fahrt. Und wir lassen noch das Berufsschiff vorbei und dann geht's gleich weiter. Machen wir eine kleine Schnellfahrttour auf dem Eiselmeer. Ungefähr 45 km/h. Macht richtig Spaß. Die schnelle Fahrt hat uns schon nach Hinterlopen gebracht. Und jetzt geht es hier in die Einfahrt. Bei Wind und Welle ist die Einfahrt nicht unkritisch. Wir gehen jetzt erstmal hier an den Tanksteg und lassen uns von Hafenmeistern Platz zuweisen. Wir haben Platz zugewiesen bekommen und mal schauen, ob wir da tatsächlich beide reinpassen. In Hinterlopen haben wir einen sehr schönen Platz am Außensteg bekommen. Und da haben wir natürlich einen direkten Blick aufs Eiselmeer. Das ist richtig schön hier. Auch in Hinterlopen gelten die Corona-Regeln. Die Duschen und Passanten. Alles ist alles auf. Man darf nur jede zweite Dusche benutzen. Und auch nur jedes zweite Waschbecken. Und auch nur jede zweite Toilette. Aber passt. Sehr schön sauber und ordentlich geregelt. Der Hafen ist hier richtig schön ruhig in der Woche. Tanken kann man auch. Und die Nähe zur Stadt ist natürlich fantastisch. Wenn man hinten durchguckt, dann ist man auch gleich in der Stadt. Toller Hafen plus Stadt. Marina war shoppen, ist glücklich. Wenn Frauen shoppen können, sind sie immer glücklich. Hier ist die Quatschhütte. Und die alte Schleuse. Anscheinend gibt es hier neue Schleusenwärter, denn die künstlerische Ausstattung hier, die fehlt hier komplett jetzt an der Schleuse. Die sind auf der Fahrt beide Seiten aufgenommen. Der Stadthafen ist auch sehr schön gemacht. Da liegen auch einige Boote. Hier kann man wunderbar sitzen und die Aussicht genießen. Hinterlopen ist schon ein verträumtes Städtchen. Natürlich wunderbar auch zum Wohnen. Hier haben wir mal ein riesiges Hirschgeweih. Traumhaft hier. Heute Abend weht doch ein strammer Wind. Wir gehen jetzt zum Steakhaus essen, zum Argentinier, Mexikaner. Das Wetter ist gegen allen Erwartungen heute doch sehr gut geworden. Hier auf der Seite scheint die Sonne und da kommt die Front. Also in einer Viertelstunde ist hier Unwetter angesagt. Mal schauen, wie es ausgeht. Man kann da gucken, das Auge des Sturms sieht man dort, dein Gesicht, das ist total cool. Und links das Auge. Ja. Oder unten der Mund. Gleich ist die Front da. Es kann sich nur noch um Minuten handeln.
ein wunderschöner Sonnenuntergang heute Abend. Es sollte eigentlich ein Gewitter sein, aber es waren ein paar Tropfen, die hier angekommen sind. Leider für mehr hat es nicht gereicht. Ja. Es ist Donnerstagmorgen, wir haben heute leider einen Regentag. Aber wir nutzen das Ganze zum Bootwaschen. Das ganze Salz von der Nordsee muss jetzt wieder runtergewaschen werden. Hier in Hindelopen gibt es extra Schläuche, die gelben, die dienen nur zum Bootswaschen und das ist sehr praktisch. Wie angekündigt trüb, aber wir lassen uns davon nicht abhalten. Es ist zumindest nicht sehr kalt. Praktisch am Hafen gibt es Eis, Fisch und Frikandel für den schnellen Hunger. Fütterung der Raubtiere. Bevor es zum Mittagsschlaf geht, noch ein Schneewittchen. Ja, heute waren wir noch beim Italiener. Schönen Ecktisch gehabt. Und morgen geht es dann nach Urk. Hindelopen ist nicht so groß. Der Italiener von heute ist gleich neben dem Argentinier von gestern. Und dort ist auch schon der Hafen. Allerdings ist das der Stadthafen. Zum Yachthafen müssen wir noch ein ganzes Stück laufen. Hier drüben liegt eine große Prinzess. Eine Tanke. Und hier ist nochmal eine schöne Prinzess. Allerdings mit dem Namen Ingeborg. Und da frage ich mich, wie kann man sein Schiff nur Ingeborg nennen? Kommt noch ein Segler rein. Das Eiselmeer ist heute wirklich ruhig. So ist die Einfahrt auch gar kein Problem hier. Thank you.